Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ihr seht hier schon so einige leckere Sachen stehen. Daraus werden wir jetzt gleich drei verschiedene Eisvarianten machen, die auf Joghurtbasis hergestellt werden. Bevor wir aber loslegen, lasst einen Daumen oben da, wenn euch das Video gefällt. Und falls ihr noch kein Abo gegeben habt, auch gerne ein Abo. Dann wollen wir mal loslegen. Um die Eismasse nachher einzufrieren, habe ich hier diese Calippo-ähnlichen Tüten. Die habe ich vor ein paar Jahren im Lidl mal gekauft. Die gibt es immer mal wieder im Angebot. Die gibt es aber auch auf Amazon. Ich werde mal schauen und euch die unten verlinken. Zum einen habe ich diese Tüten und zum anderen, wer den Action Haul gesehen hat, den letzten, da habe ich diese Ice Pop Maker gekauft. Da werden wir die Eismasse dann hier einfüllen, Stäbchen rein, einfrieren und fertig. Gut, wollen wir mal loslegen. Also, wir machen ein Bananen-Schoko-Eis, ein Mango-Kokos-Eis und ein Erdbeereis. Wie gesagt, alles auf Joghurtbasis. Ich werde euch jetzt gleich zeigen, welche Zutaten ich jeweils hier zusammenmische. Und dann werde ich das im Thermomix pürieren, weil ich keinen Stabmixer habe. Aber mit dem Stabmixer geht das absolut genauso gut. So, wir fangen mit dem Bananen-Schoko-Eis an. In das Bananeneis kommt erstmal Joghurt rein. Das wird jetzt bei allen Varianten auch der Fall sein. Ich habe jetzt hier den aus dem Aldi, den 3,5% Fettjoghurt. Ich glaube, pro Becher sind hier 150 Gramm. Also ich nehme jetzt so einen halben Becher ungefähr. Also ich denke mal so 175 Gramm. Ach Quatsch. Nicht 175, ne? Das ist ungeschnitten 75 Gramm. Einfach so Pi mal Daumen. Ich denke, das macht am Ende nichts. So. Einen halben Becher Joghurt. Dann kommen 2 Teelöffel Honig zur Süßung drauf. Besser nicht da reinlegen, ohne Sauerei. Dann kommt noch Kakaopulver, dieser Backkakao. Davon packe ich einen Teelöffel dazu. Und zu guter Letzt noch ein bisschen Vanille. Ihr könnt auch Vanillezucker oder sowas nehmen. Ich habe jetzt die Vanille hier. Davon geben wir noch ein bisschen drauf. So, und das ist schon alles, was wir für das Bananen-Schoko-Eis brauchen. Das wird jetzt gleich püriert. Dann machen wir das Mango-Kokos-Eis. In das Mango-Kokos-Eis kommt auch wieder ein halber Becher Joghurt. Also 75 Gramm in etwa. Ich werde euch die Rezepte unten auch in die Infobox schreiben. Dann auch wieder 2 Teelöffel Honig. Ihr könnt natürlich auch Stevia nehmen oder Süßstoff, Zucker, was immer ihr auch gerne zum Süßen nehmt. Oder weiß ich nicht, Agavendicksaft müsste eigentlich auch gut funktionieren. Dann kommen natürlich Kokosraspeln drauf. Und zwar 2 Teelöffel. So. Und für die Frische noch 1-2 Spritzer Limettensaft. Und damit haben wir auch die Mango-Eismasse fertig. Für das Erdbeereis brauchen wir natürlich auch erst wieder Joghurt, 75 Gramm, wie bei den anderen beiden Sorten, also ungefähr einen halben Becher. Das wird dann gleich alles schön gemixt. Dann kommen wieder 2 Teelöffel Honig dazu für die Süße. Okay.
und für die Frische ein paar Spritzer Zitronensaft. So, hier haben wir dann die Mischung fürs Erdbeereis. Ich werde das jetzt einmal flott durchpürieren und dann füllen wir gleich die Masse ein. Da sind wir wieder. Ich habe jetzt hier drei Eismassen. Einmal die Mango-Kokos-Eismasse, dann die Banane-Schoko-Eismasse und die Erdbeereismasse. Die wird jetzt eingefüllt. In den Behälter aus dem Action werde ich jetzt das Schokoeis einfüllen. Mal schauen, ob ich alle gefüllt bekomme mit der Masse. Hier die Mangomasse, die kommt in die Calippo-Tüte. Ich habe jetzt alles abgefüllt. Wir haben jetzt hier in dem Behälter die Bananenschokomasse. Dann haben wir hier 4 Tüten mit Erdbeer und 4 mit Mango-Kokos. Ihr habt gesehen, mit den Tüten, ihr müsst da oben so einen Rand lassen von ein paar Zentimeter, weil sonst geht der Deckel nicht so gut drauf und so ein bisschen Masse drückt sich raus. Jetzt hatte ich so ein bisschen was übrig. Ich brauche offensichtlich noch mehr Eisform. Das habe ich jetzt alles hier in so eine Schüssel reingepackt. Das wird gefroren und das löffel ich nachher. So sieht das leckere Eis jetzt gefroren aus. Ich habe alle drei probiert. Mango-Kokos ist wirklich sehr, sehr lecker. Das Banane-Schoko auch. Bei dem Erdbeereis, ich finde es jetzt nicht schlecht, aber da müsst ihr vorher mal probieren, wie süß die Erdbeeren sind. Hier, das ist jetzt nach meinem Geschmack ein bisschen wenig süß. Ich hätte da, glaube ich, ein bisschen mehr Honig noch dran gemacht. Aber insgesamt hat es gut geklappt, ist sehr erfrischend und sehr lecker und besonders auch bei den Temperaturen echt empfehlenswert. Probiert es gerne aus und meldet zurück. Bis dann, tschüss!